Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Parasite Eve. Und ja, wir waren ja beim letzten Mal hier im Krankenhaus angekommen und wollten Eve verfolgen, um sie daran zu hindern, sich Sperma aus einer Samenbank zu holen für ihre ultimative Lebensform. Ja, das hört sich interessant an, aber es ist so. Und die hat uns hier im Keller eingesperrt und hat den Strom abgeschaltet. Und wir müssen jetzt hier, wir haben beim letzten Mal 3 Sicherungen gefunden. In diesem gruseligen, gruseligen Areal hier. Und wir müssen jetzt hier die 3 Sicherungen, denke ich mal, einschalten. Das hier ist so eine Stromanlage, um den Strom wieder einzuschalten. So. Und jetzt sagt die Eier, oh nein, die... Der Hauptstromschalter ist auseinandergerissen und ein paar Sicherungen fehlen. So. Okay, Leute, dann würde ich sagen, dann pack mal eine Sicherung da rein. Ah ja. Ich habe das jetzt noch 2-mal. Ich hatte ja nämlich... Was? Ja, ach so, ist gut. Gut. Und noch eine Sicherung, ne? Genau. Gut. Dann sind jetzt alle Sicherungen wieder da. Dann kann ich ja jetzt hier links... erstmal die Kabel reparieren. Guck mal da oben, die Kabel, die sind ja im Arsch, ne? Dann reparier das mal, Eier. Kriegst du das hin? Das kriegst du hin. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Gut. Und dann können wir jetzt eigentlich schon den Strom wieder einschalten. Ja, Mini-Rätsel. Oh, geil. Oh, wir haben wieder Strom, Leute. Wir haben wieder Strom. Und die gruselige Mucke ist weg. Oh mein Gott. Stattdessen haben wir hier wieder diese coole Mucke. Cool. Okay, ist in der Kiste was drin? Oh, schaut mal da. Eine M10. Was hat die denn so? Naja, also nicht wirklich viel, aber die hat halt Angriffswerte. Und die würde ich mir ganz gerne noch rausziehen. So. Liebe Leute, alles klar, perfekt. Boah, wir spielen das schon 5 Stunden, ey. Das ist krass. Gut, 46 Angriff. Passt. Wunderbar, liebe Leute. Dann würde ich mal sagen, wir haben den Strom ja wieder eingeschaltet. Wir müssten ja jetzt hier den Fahrstuhl wieder aktivieren können, ne? An den Knopf da, ja, ganz genau. Genau, die Fahrstühle funktionieren wieder. Oh mein Gott. Cool. Leute, cool. Okay, was haben wir hier? Nichts, wir sind wieder in einem Fahrstuhl drin, ey, das ist so geil gemacht. So, dann würde ich mal sagen, trinke ich mal einen kleinen Schluck Apollinaris. Mein Mund ist so trocken. Ach, das beste Wasser, Apollinaris Lemon, wirklich. So. Oh, 2! Bitte was? Maya und ich? Ach, das sind so Erinnerungsflashbacks, die sie hier hat, ne? Dieses kleine Mädchen, das ist ja, begegnet uns ja immer wieder. Und jetzt waren es 2 kleine Mädchen, ja, ja. Das ist ein Hinweis darauf, dass sie hier schon mal war, die gute Eier. Na toll. Ein Kampf im Hauptraum. Och, 4 Quallen. Ach, du Kacke. 4 Stück. Übertreibt's doch. Ja, 3 erstmal hier lähmen. Genau, wir hatten ja beim letzten Mal diesen Lähmzauber hier gefunden. Weich den mal aus. Wir hatten ja beim letzten Mal hier diesen Lähmzauber gefunden. Und da würde ich sagen, ja, schießen wir einfach mal weiter drauf hier. Wir machen schon ein bisschen mehr Schaden als beim letzten Mal. Das ist richtig cool. Oh, schaut euch das an, wie viel Schaden wir an denen machen. So, der ist natürlich wieder aktiv, ne? Ist klar. So, einfach alles schön lähmen. Dann kriegen wir den Kampf sogar ohne Schaden hin. Wenn sie bald mal nachladen würde. Und? Ja, ohne Schaden, Leute. Sehr cool. 24 Ammo. Ja, das musste reichen. Geil, Leute, ja. Ja, wie gesagt, wir haben eine richtig geile Waffe, wir haben eine geile Weste, wir haben genug Munition.
165 Schuss, ja, das muss reichen. Und jetzt ist hier die Tür offen, da würde ich sagen. Rein da. Oh, hier ist auch alles verwüstet. Ein Behandlungszimmer und ein Gegner im Behandlungszimmer. Ach du Scheiße. Der eine, der ist immun gegen meinen... ach, jetzt lass mich doch mal hier raus. Ach, verdammt. Der eine ist immun gegen meine Lähmung. Das ist halt das Doofe, ne? Es gibt auch Gegner, die sind immun gegen die Lähmung. Und der hüpft hier wie so ein Känguru. Was willst du, Känguru? Geh weg, Känguru. Wir sind nicht in Australien, wir sind in Amerika. Oh Mann. Känguru, ey. So. Gut, mach diese Fliege platt. So. Sehr schön, Leute. Die Kämpfe sind einfach geworden mit der Waffe. Richtig einfach geworden, ey. Ich erinnere mich noch, wo ich diese scheiß Waffe hatte, ey. So, oh, ein Patient. Ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, aber ich hau hier ab. Mrs. Newsbaum, was ist mit ihrer Medizin? Die nutzt mir nichts, wenn ich tot bin. Ja, ja, klar. Geht's Ihnen gut? Ja, danke. Wie auch immer, eine Krankenschwester ist in einem anderen Zimmer gefangen. Könnten Sie ihr aushelfen? Yes. Aber klar doch. Ah, cool. Da haben wir also hier einer kleinen Krankenschwester geholfen. Ich gehe mal raus und schau mal nach, ob jemand medizinische Unterstützung braucht. Genau. Ja. Alles klar, Leute. Hier sind also noch ein paar Leute. Interessant. So. Dann würde ich sagen, gucken wir mal weiter. Hier gibt es bestimmt... Ja. Gegner. Was für Gegner? Ach du Scheiße. Drei Quallen und eine Fliege. Mega geil, ey. Wirklich. Und die hat mich verlangsamt, das Biest. Ach, verdammt. Egal. Jetzt hallo? Das da, genau. So. Und Ziel wechseln, genau. Und was zur Hölle? Warum fliegt ihr hier noch rum? Normalerweise werden die gelähmt. Normalerweise lähmst du dich, blöde Fliege. So, ja. Ja, die ist wieder gelähmt. Dann werde ich sagen, mach das Ding da hinten erstmal platt. So. Ich muss mich wieder heilen hier, ey. Ich muss mich schon wieder heilen. Diese blöde Fliege da. So, dann würde ich sagen, mache ich mal einen Heal. Heal 2. So. Ich weiß, die Heal 2 ist mittlerweile auch klein geworden. Also da gibt es mittlerweile auch was Besseres schon. Einfach immer schön in Bewegung bleiben. Dann passt das schon. Und abwechselnd draufschießen. So. Und nochmal heilen, bitte. Oh. Ja, die PEs, die laden sich mittlerweile echt schnell hoch. Und ja, dann würde ich sagen, mache ich das Ding jetzt noch da im Arsch. So. Alles klar. Oh, schaut mal. Wir haben einen neuen Zauber bekommen, Leute. Haste. Speeds up Movements und Artillery Charge. Das macht uns schneller, Leute. Das ist mega geil, dieser Zauber. Und ja, geil. Wir haben wieder einen geilen Zauber bekommen. Dieser Raum, den kenne ich doch. Tatsächlich, Leute, erinnert ihr euch am Anfang? Diese ganzen Cutscenes. Mir wird heiß. Ich weiß, ich war hier schon mal, aber wieso? Was habe ich hier gemacht? Ach ja, dieser OP-Raum, den wir da immer wieder gesehen haben. Ach, genau, genau. Genau, ja. Mhm. Mhm. Sie erinnert sich langsam.
Sie erinnert sich langsam. Ich glaube, ja, doch, sie erinnert sich langsam. Und dieser Arzt, das ist doch deutlich Dr. Klampf. Mensch. Phew, ich dachte, das war's für mich. Dankeschön. Freut mich zu helfen, aber wie, könnten Sie mir aushelfen, indem Sie mir sagen, was, wohin die Aufzüge führen? Die lacht so komisch da, ey. Zu den Lagerräumen von dem Krankenhaus. Das ist, wo wir unsere Sauerstofftanks und unsere Hauptquelle für flüssiges Nitrogen lagern. Wofür brauchen Sie flüssiges Nitrogen? Ich weiß es nicht. Hier. Nimm diese grüne Schlüsselkarte und finde es selber heraus. Ich bleibe nicht, um zu sehen, was als nächstes passiert. Brauchst du auch nicht, dein Gesicht sieht irgendwie komisch aus. Danke. Die grinst sich da einen ab, ey. Schaut euch die an. Was? Was ist mit dir? Hey. Hey, was sagst du? Ich habe das gerade aus Versehen weggeklickt. Ah. Jeder ist entweder tot oder evakuiert. Ich weiß, ich glaube, ich wähle die zweite Möglichkeit. Ja, das stimmt. Also, warum seid ihr hier eigentlich noch? Ihr solltet doch eigentlich nicht mehr da sein. Naja, gut. Ja, tschüss, junge Dame. Mit dem lustigen Lächeln. Ja, dieser OP-Raum, Leute. Dieser OP-Raum, den hatten wir echt gesehen in den Träumen. Und das ist definitiv Dr. Klamp. Also, da könnt ihr mir nichts erzählen. Der hier irgendwas mit uns gemacht hat. Oh, schaut mal da, Leute, eine neue Weste. Eine neue Weste. Ja, nee. Die lasse ich mal. Nee. Kann ich mir da die Werte rausziehen? Habe ich noch ein Tool? Nein. CR-Weste. SP-Jacke. Ich habe doch zwei Tools sogar, ja. Ja, P-Energie 30, Defense. Moment. Nee, das ist gar nicht mal so. Ah, der Autozauber würde dann aber weggehen, ne? Die Weste ist eine Überlegung wert, ganz ehrlich. Weil schaut euch das mal an. Der Grundwert ist auf 35, 29, 26. Hm. 35 zu 27, das ist schon heftig. Ich glaube, ich mache das, Leute. Ich glaube, ich ziehe die an. Zieh die SP-Jacke an und nimm dir die Angriffswerte mal daraus. Dann scheiße ich jetzt einfach mal auf den Autozauber. Ich möchte mich hier Verteidigungswert technisch verbessern. So, schaut euch das an. 48 Defense-Wert, das ist schon mal mega geil. So, Leute. Nur wir haben jetzt halt keinen Autozauber mehr, aber ich glaube, das ist zu vernachlässigen. Müssen wir halt darauf achten, dass wir nicht sterben. Ja gut, also das kriegt man ja hin. Ne? Also von daher, habe ich auch nie gebraucht, den Autozauber. Aber gut, liebe Leute, da haben wir jetzt unsere grüne Schlüsselkarte gefunden. Kommen jetzt hier nochmal Gegner? Hier kommen tatsächlich nochmal Gegner, da können wir es nochmal austesten, wie viel Schaden wir von denen kriegen. Müsste ja jetzt ein bisschen weniger sein, ne? Boah. Na, das ist wieder... Das ist ja diese Fliege da. So. Und das Ding ist halt immun. Na, das, dieser, dieses Känguru da. Dieses australische Didgeridoo-Känguru. So. Das Ding ist halt immun. Na, und deshalb... weich aus. So. Sehr gut. Schön ausgewichen. So. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, kriegen wir den auch hoffentlich ohne Schaden wieder hin. Sehr geil. Sehr schön. Wir schmeißen uns voll mit Medizin hier. Für den nächsten Boss auf jeden Fall, ja. Heal 2. Ja, so langsam habe ich es drauf mit dem Kampfsystem. Also es geht schon besser. Muss ich sagen.
So, dann sind wir jetzt wieder in der Eingangshalle. Ich glaube, die grüne Schlüsselkarte, die war ja auch hier hinten, ne, bei den Aufzügen. Für den anderen Aufzug, genau, für den anderen Aufzug. Oh, da ist noch eine Schwester. Könnten Sie mir sagen, warum das Krankenhaus flüssiges Nitrogen benutzt? Nun, für viele verschiedene Gründe. Sie können es benutzen, um Warzen einzufrieren und sowas. Aber ihr Hauptnutzen ist für die Forschung. Es, Spoiling? Ja, keine Ahnung. Es, verhindert, dass die Spermabank verbrennt? Keine Ahnung. Samenbank? Oh mein Gott. Wie mache ich es aus? Nun, da ist eine Schleuse, dass sie benutzen können, um es auszuschalten im Lagerraum. Warum? Sorry, ich habe keine Zeit, um es zu erklären. By the way, auf welchem Stock ist das Forschungslabor? Auf dem 13. Danke. Ich schau mal nach, ob irgendjemand medizinische Betreuung braucht. Auf 13. Stock. Ja, danke. Unglückszahl hier, ey. Aber gut, Leute. Würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter. Zack. Der Schlüssel, den brauchst du nicht mehr, ne? Gut. Aber jetzt haben wir auch hier was aufgekriegt. Okay, interessant. Okay, eine Box. Da ist eine Kiste. Bullet Cap. Oh, geil, Leute. Für unsere Waffe. Bullet Cap. Dass wir eine Kugel mehr schießen können, ne? Das ist natürlich auch geil. Habe ich das jetzt benutzt? Muss ich gleich nochmal gucken. Und ja, Leute, ich hoffe, es geht euch gut, wie gesagt. Mir geht's sehr gut. Bullet Cap habe ich natürlich nicht benutzt, ey, ich Idiot. Ja gut, Leute, irgendwo hier gibt's also eine Schleuse oder so ein Drehding. Ich weiß jetzt nicht, wie man das nennt. Ach du Scheiße. Riesenqualle. Was zur Hölle? Die springt. Eine Riesenqualle. Oh mein Gott. Wird die gelähmt dadurch? Nee, die wird natürlich nicht gelähmt. Das Riesending nicht. Das ist ja ein Endboss oder so. Schau euch das an. Wir machen dem schon ganz ordentlich Schaden. Der macht uns aber auch ordentlich Schaden hier. So. Weich aus. So. Geh einfach raus aus der Ecke. So. Schieß drauf. Geil. Eine Riesenqualle erledigt. Und eine B-Weste, was ist das denn? Schon wieder eine Weste, Leute. Wir kriegen jede Menge Westen hier. Was ist das denn für ein Ding? Oh, schaut mal, der hat einen Anti-Gift-Status. Ein Anti-Gift-Status. Wie sind denn die Grundwerte? Die sind schlechter, ne? Ja, obwohl P-Energie ist höher. Aber Critical. Nee, das ist nichts, aber ich hätte ganz gerne diesen Zauber, dass wir nicht mehr vergiftet werden können. Danke. Das Gift nervt. Gut, liebe Leute, hier, das sieht aus wie Nitrogen. Ich weiß ja nicht genau, was Nitrogen heißt auf Deutsch. Und, genau, da hinten sind so Drehdinger. Wir sind jetzt hier in so einem Lagerraum tatsächlich. Und was haben wir hier in der Kiste? 30 Ammo, sehr, sehr gut. Kann ich das hier machen? Kann ich hier irgendwas... Ja, ich kann da dran drehen. Oh, cool. War es das? Das war's, oder? Ja, mehr ist nicht. Okay. Nein, 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 kein Item, bitte. Ja, gut. Dann waren wir hier also in so einem Lagerraum. Okay, ich verstehe. Haben eine Riesenqualle platt gemacht. Und an einem Hahn gedreht. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, geht's hier weiter? Hier geht's schon gar nicht mehr weiter. Ach, das war nur hierfür. Okay, ich verstehe. Ich verstehe, Leute. Gut, dann würde ich sagen, können wir ja mal mit dem anderen Aufzug hier hochfahren, ne? Ding. Genau.
Schön jetzt hier auf den 13. Stock fahren. Auf das Unglücksstockwerk. Ah, jetzt können wir uns hier einen Stock aussuchen. Aber wir sind doch schon auf der Lobby. Wir sind doch schon auf der Lobby. Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Kann ich jetzt nicht mehr draufdrücken? Ach, das ist ja bescheuert. Ich wollte doch ein bisschen rumspielen, Mann. Okay, dann geht er halt wieder rein. Verdammt. Das war jetzt Fail. Wir müssen auf den 13. So. Basement, da möchte ich auch nicht mehr runter unbedingt in den Keller. Also auf den 13. Stock, bitte. Währenddessen trinke ich noch mal was. So, wir sind da. Dann bin ich mal gespannt jetzt, was hier abgeht. Forschungslabor also. Das sieht doch schon so aus. Schaut euch mal die Leiche da an. Da sagt sie wieder nichts zu. Doch. Ich muss Eve aufhalten, bevor noch mehr Leute sterben. Ja, das ist schon richtig, Leute. Eve, die ist wirklich mächtig, muss ich sagen. Können wir jetzt hier rein? Was ist das denn hier? Das ist doch eine Tür. Ja. Oder auch nicht? Das ist doch eine Tür. Das ist doch eine Tür, Leute. Wollt ihr mich verkackeiern? Na gut, egal. Dann ist es halt keine Tür. So. Aber das hier ist eine Tür. So. So, wir haben noch 8 Minuten. Würde ich sagen, in der Zeit können wir hier noch ein bisschen was erleben. So, was haben wir hier? Ach du Scheiße. 2 Quallen und ein Bälle-Ding. Ja gut, dann kann ich euch das aber diesmal vielleicht mal zeigen. Mit den Bällen. Wie nervig das ist. Schaut euch mal an. Ah, jetzt hat das, Leute. Jetzt hat er mal einen Ball hier rausgeschmissen. Schaut euch das an. Die Bälle, die springen nämlich quer durchs Kampfgebiet. Und die machen dann Schaden. Und das ist mega nervig. Und das werden immer mehr. Schaut euch das an. So. Schaut euch das an. Das sind 2 Bälle. So. Die mache ich aber nicht kaputt jetzt. Na, lieber die Quallen erstmal. Die sind nämlich scheiße zu treffen. Schaut euch das an. Die springen jetzt hier quer durch ein Kampfgebiet. Und denen muss man jetzt halt immer ausweichen. So. Mach aber lieber die Qualle erstmal. Jetzt sind es 3. Seht ihr das? Ach du Scheiße. Jetzt wird es aber langsam ungemütlich. Moment, jetzt bin ich verlangsamt. Jetzt zeige ich euch mal unseren neuen Zauber hier. Haste. Wir werden schneller und der scheiß Zauber geht weg. So, schaut euch das an, wie schnell wir sind. Das ist ein typischer schneller Machtzauber hier. So, dann macht den ja kaputt los. So, 34, 34, 34. Mit Haste geht das alles. Der geht aber nach einer Zeit wieder weg, der Zauber. Das ist das Problem. Und die Bälle müssen wir jetzt... Das ist so bescheuert. Die Bälle müssen wir jetzt halt im Arsch machen, ja. Das ist richtig nervig. So, wir sind wieder normal. So. Ach, aber die Bälle sind ja echt kein Problem. Aber man muss den halt ausweichen. Und es sieht lustig aus. Muss ich sagen, es sieht witzig aus. Davon brauche ich nichts. Und QP, PQM, nee. Davon brauche ich nichts. Wirklich nicht. So. Wieder mal außerhalb des Kampfes geheilt. Und ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns noch den Raum hier kurz an. So, Medizin 3, oh geil. Hilft doch mal ab und zu mal hier alles zu durchsuchen. Ne? Was habt ihr da in dem Käfig, Leute? Ja, Erinnerungen an Parasite Eve 2 werden wach. Definitiv. Oh. Schaut mal da, was ist das denn da? Da kann man was verschieben. Open Closed Door to Research Kennel. Hä? Okay. Ja, dann kannst du es wegschieben, ne? Genau, du kannst es wegschieben. Geil. Dann kannst du da drauf drücken. Ach cool, die haben ja versucht, irgendwas zu verstecken. Boah, was ist das denn? G3 A3. Neue Waffe. Wow. Wow, Leute. Aber dann verliere ich meinen... Shit.
Dann verliere ich meinen schönen Lähmzauber. Ich weiß es nicht. Soll ich das machen? Wie sehen denn die Grundwerte aus? Das ist jetzt gerade echt... die Grundwerte sind schon besser, ne? Außer halt die Bullets, aber... Scheiße. Muss ich mir überlegen, Leute. Ich weiß es gerade nicht. Der Zauber ist schon geil, den ich da hab. Das muss ich mir überlegen, Leute. Der Lähmzauber, der ist echt geil. Damit habe ich echt weniger Stress mit den Gegnern. Aber die Werte herzugeben ist auch zu schade. So, wo ist denn hier? Ah, jetzt ist die Tür hier offen, okay. Das muss ich mir echt überlegen, ob ich die nehme oder ob ich mir nur hier die Werte rausziehe. Die Werte sind ja auch gut. Die Range ist natürlich mega geil, ne? Aber mehr Range brauche ich eigentlich nicht. Mehr Range brauche ich eigentlich nicht, nee. G3A3. Na, das ist 26 zu 19 Bullets ist natürlich... Jawohl. Die ist eigentlich besser, ne? Aber dann wäre ich halt meinen Zauber los. Ich finde es schade, dass man da nicht zwei Sachen mitnehmen kann. Oder ich warte ab, bis ich noch eine Waffe mit dem Zauber finde. Dann friemel ich das zusammen. Ja, das ist ein guter Plan. Och, zwei ekelhafte Gegner. Okay, dann direkt auf den da, damit er ja keinen Ball hier loslässt. So. Der lässt doch einen Ball los. Was soll das denn? Ach, du blödes... Ach, blödes Ding da. So, da muss ich jetzt gleich mal Haste machen, Leute. Ich muss unbedingt schneller werden. So, mach mal bitte Haste. So, mach diesen Scheiß weg. So. Dann können wir nämlich auch schneller agieren, Leute. Jetzt sind hier wieder zwei Bälle. Shit, Mann. So. Jetzt macht das Ding im Arsch. So. Sehr gut. War ich aus? Ach, verdammt. Ah, verdammt. Voll reingelaufen, ich Idiot. Ja, gut. Gut. Dreimal Crit-Schaden. Geil. Das zieht schon ordentlich rein, ja. Ja, ich muss halt gucken, wie sich die Gegner hier entwickeln, ne? Ob die, immun werden gegen den Status, weil dann kann ich die Waffe wechseln. Und aber wenn die nicht immun werden, dann lasse ich das. Weil dieses Einfrieren ist schon echt mega genial. Deshalb, ja, mach das Ding kaputt. So, diese Bälle da, ey. Ja, dann nehmen wir eins und Medizin 2. Komm, Medizin 2 reicht. So. Alles klar, liebe Leute, dann würde ich sagen, heile ich mich nochmal. So, Heal 2. Und was ist das denn hier für ein Whirlpool? Eine Badewanne. Eine extrem riesige Badewanne. Ja, da habe ich eigentlich auch mal wieder Bock drauf, baden. Ne? Baden ist schon geil. Aber ja, nicht mehr heute. Ich bin langsam echt müde und muss morgen arbeiten. Was haben wir denn hier, sagt mal. Ah, nein, nicht rausgehen, noch nicht rausgehen, um Gottes Willen. Nein, geh wieder zurück. Die Folge ist nämlich auch gleich vorbei und diesen Raum hier möchte ich noch kurz fertig erkunden. Da ist nämlich noch eine Kiste. CA Evade, ja, das ist geil, Leute. Diese Plus-Dinger sind generell so geil. Schau dir mal, wie viel Medizin ich habe hier, ey. Oh, krass. Die bereiten uns aber echt auf was vor hier, ne? Gut, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, gehe ich jetzt noch mal kurz in den Raum da hinten. Und da würde ich schon mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen und ja. Dann würde ich sagen, wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag, ne? Tschüss.